Hi! Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei How About Your Moped. Heute geht es um Andreas sein Motor. Mein Kumpel hat mir den Motor mal zugeschickt, weil er hat gesagt, er hat Probleme mit dem Teil. Gut, schauen wir uns mal an. So, einmal soweit. Was sagt das Öl? Da ist kaum noch was drin gewesen. Also alles super. Dann machen wir jetzt mal heiß und spalten das gute Stück. Nun, dann bis später. Bis gleich. Na, dann probieren wir mal unser Glück. Also Temperatur hat er schön. Und er kommt. Gutes Zeichen, wir haben alle Schrauben gelöst. Sonst wäre der Knack ein bisschen lauter geworden. Ja. Vorne ist schon los. Na, siehe da. Okay, das ist Salabim. Müssen wir uns mal die Dichtung anschauen, aber das ist jetzt schon mal aufgerissen. Jetzt. Ja, also das, weil die halt ein bisschen klebt. Aber da fehlt auch ein Stück Dichtung, oder? Hier ist bloß, ja gut, das ist ein bisschen, weil das Überstand. Also es ist eine schlecht passende Dichtung gewesen, wie man hier sieht, wie viel da Überstand. Also das ist ja schon gut die Hälfte gewesen, die Überstand. Jo, ist halt. So. Dass die aber gar so ölig ist da in der Mitte? Ja. Oder ist sie jetzt reingelaufen? Oder die hat da nicht ordentlich abgeschlossen? Könnte auch sein. Ja. Kann auch sein, dass es sich jetzt durchgezogen hat. Aber hier auch. Also hier ist auch sehr ölig zwischendrin. Mhm. Also könnte sein, dass sie da nicht ganz dicht war. Also wie gesagt, bei Entdichtung, wir gucken es uns nachher nochmal an, wenn er sauber ist, der Motor, woran es dann gelegen hat, weil hier drin war ja auch ein richtig fettes Ölbad. Mhm. Also das ist... Also ich glaube, die Dichtung nehmen wir wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich wollte es nochmal kleben, aber ja, nee, dann lassen wir es einfach. Ja, also hier haben wir auch immer schön die Ölanlaufscheibe. Die Lager sind wie gesagt alle mitgekommen, aus dem... Bis auf das hier, das ist nicht mitgekommen, das steckt hier noch drin. Aber das kam ein Stück mit. Gut, dann sollte hier innen drin noch eine Distanzscheibe sein. Die ist auch noch da. Die holen wir jetzt gleich noch raus. Da ist er. Da macht sich so ein Magnet immer ganz gut. Also auch die Kurbelwelle ordentlich ausgleichen. Und ja, den Simmering hat wirklich jemand schön weit reingetrieben, haben wir schon gesehen. Ja, und sowas eigentlich nicht verbauen. Die ist schön krumm, also die sollte möglichst gerade sein und flach aufliegen. Also, na, man sieht es hier. Sowas nicht verbauen. Genau, ist kein Federring, der muss keine Spannung erzeugen. Richtig, ne? Sollte einfach nur ganz normal drin liegen. Weil das muss ja auch, wenn du den einbaut, muss der auch Spiel haben. Also der sollte ein bisschen Spiel mitbringen. Also den werden wir auf jeden Fall erneuern. Gut, das Lager ziehen wir auch noch. Und dann gucken wir uns noch mal an. Hier ist ein Stückchen Dichtung drauf. Warum der da so viel Öl hatte dazwischen drin. Hm. Ist der Stifter ein bisschen weit draußen? Vielleicht mit dem anderen Vergleich. Kann sein, dass er das schon mitgekommen ist. Ja, oder er war noch nie ganz, oder war nicht ganz drin, hat deswegen, oder das Loch ist, weißt du, ich meine, dass der, ja, dass der den, das verhindert hat, dass der Motor dicht zu sein war. Der ist bloß ein Stückchen gekommen. So fest war er nicht. So fest war er nicht. Aber hier haben wir auch Material drin, das ist Metall.
Stück vom Kolben. Das glänzt nämlich auch schön. Also metallischer Abrieb von irgendwo. Ja, irgendwo muss der Kolben ja geblieben sein, ne? Ja, aber so große Stücken. Also. Nee, kann auch was anderes sein. Aber es kann ein Grund sein, warum der Kolben solche Schleifmarken drin hat. Ja, was mich wundert, dass es hier solche Schleifmarken hat. Ja, erstaunlich. Die Kurbelwelle hat eigentlich genug Spiel. Vielleicht war mal eine verbaut, die nicht genügend Spiel hatte. Die falsch verbaut war. So, ich hatte ja schon mal gezeigt, wie wir das Lager ziehen. Dann nehmen wir uns eine große Nuss. 27er Nuss. Die passt hier schön drüber. Mit der 27er Nuss. Nehme ich mir so eine Schraube. Und schraub die dann einfach direkt dann durch. Und zwar lasse ich eine Mutter hier reinfallen in dieses Loch mit dem Schraubenzieher ein bisschen fixieren. So, wenn man hier jetzt reinschaut, sieht man, dass ich die da schön reingeschraubt habe. Jetzt brauche ich hier hinten nur noch die anziehen und ziehe mir jetzt damit einfach das Lager. Ohne Reißen, ohne irgendwie am Schraubstock rumzurupfen und sonst irgendwas, ziehen wir uns das Lager einfach raus. Ganz simpel. Und da haben wir das Lager schon. So, dann ist das der Simmering. Auf Hochdeutsch Wellendichtring. Ja. Also das Teil sitzt hier dahinter, um das ein bisschen auf Spannung zu halten. Und da gibt es halt die erste Dichtlippe, die Staublippe, und die zweite Dichtlippe, die ist die Öldichtlippe. Die ist ein bisschen massiver ausgeführt, also die neuen sind immer doppelt. Sieht noch gut aus, demzufolge kommt da unten rein. So, da fehlt nur noch eins. Der Ring. Der Sprengring. Den nehmen wir noch raus. Genau. Also die großen, selten, dass ich die irgendwie kaputt sehe, wenn sie halbwegs gerade sind. Aber nehmt immer neun. Also in dem Sprengringset mit den ganzen Sicherungsscheiben sind diese auch immer mit dabei und auch in einer guten Qualität. Also einfach die wieder hernehmen, aus dem Tütchen neu machen, und dann habt ihr auf jeden Fall am wenigsten Probleme. Weil es nützt euch nichts, wenn ihr damit noch Probleme habt. Dann reißt ihr den ganzen Motor wieder auseinander, oder beziehungsweise müsst den Wellendichtring hier wieder erneuern, und das ist, es ist alles Geld, es kostet alles Zeit und ist nicht für den Motor so besonders zuträglich, wenn man da immer wieder dran rumfummelt. Die Lager können wir nachher noch runternehmen. Können wir erstmal hier hübsch diese Teile runternehmen, die Zahnräder. Also 2., 3., 4. Immer schön mit einer Scheibe dazwischen. Ja, sieht gut aus. Immer schön Scheiben dazwischen. Mhm. Gut, und dann nehmen wir die noch raus. An den Zahnrädern fehlt es am allerwenigsten. Nur die Flanken können hier wirklich angeschlagen sein, dass die immer ausbrechen, wenn da irgendwas mit durchgewandert ist. Deshalb gucke ich mir die immer ein bisschen an, ob ich da irgendwo was sehe, Abbrüche oder sonst irgendwas. Sehe ich aber nicht. Also wichtig, wenn ihr das Getriebe, die Zahnräder raus habt, könnt ihr diese Welle schön rausnehmen. Und dann gucken wir die uns gleich mal aufs Spiel an. Das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen besser ausgleichen, weil hier ist das Spiel der Zahnräder schon recht groß.
Da setzt man hier dann eine andere Scheibe rein. Also man sieht es hier, wie viel Spiel das hat. Wollen wir es mal ausmessen? Messen wir es mal aus. Also haben darf es normalerweise, glaube ich, 0,4. 0,3, 0,4 war das. Ich nehme jetzt mal 0,75. Gucken wir mal. Ja, 0,75. Also das ist ein bisschen sehr viel. Das ist fast ein Millimeter, was hier das Spiel ist. Und das ist mir zu viel. Werden wir ausgleichen. Das nehmen wir nachher noch auseinander. Die müssen wir gucken, dass wir die jetzt gleich noch kriegen. Nachdem wir den Sprenger gelöst haben. Du siehst nichts, gell? Gut, der raus. Und dann kommen wir. So. Hier gucken wir uns den ersten Gang an, wie der ausschaut. Ich sehe keine Abbrüche. Dann gucken wir uns hier diese Nut an, wie die ausschaut, ob die noch scharfkantig ist in diese Richtung, weil das ist die Sicherung dafür. Da kommt der Sprengring wieder rein. Genau, die Ölbohrungen sollten alle offen sein. Müsst ihr dann gucken, dass die alle durchgängig sind und damit innen nicht angerostet, ist noch ganz wichtig. Also auch einmal innen durchschauen und dann passt das. Die schaut auch ganz gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Kurbelwelle entweder mit... Nee, ich komme mal schnell ran. Ich habe es eigentlich in letzter Zeit immer schonend gemacht. Ich habe nämlich an meiner Druckplatte habe ich mir extra noch mal ein extra Loch gebohrt. Dann können wir die nämlich ziehen bzw. drücken. Ja, sollte man in dem Fall schon aufpassen, weil das Teil dann wirklich super aussieht, ne? Also. Kurbelwelle sieht doch wirklich gut aus. Genau, also ich drücke sie raus und damit kommt es auch gut. Das Lager ziehen wir nachher nochmal runter. Da haben wir extra so ein schönes Werkzeug dafür. Was mir auffällt, hier hinten ist ein Haufen Späne. Also Aluminiumspäne, noch und nöcher. Also überall sind die hier drin verteilt. Schauen wir uns dann nochmal. Aber das Lager innen ist noch in Ordnung, oder? Das ist das Igel, aber das innere Lager, wo das Blöde drin hängt. Das hat kaum Spiel, also das ist alles noch in Ordnung. Können wir mal checken. Das klingt gut. Ansonsten wird es ein Kling geben, ein metallisches. Dann wäre es hinüber. Okay. Also das ist durch. Ich glaube, das haben wir das erste Mal gemacht. Mit dem Rausdrücken, ja. Mit dem Rausdrücken. Aber das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir da auch... Sonst kam die immer gefallen, die Kurbelwelle, richtig? Entweder kam sie gefallen oder es war eine Schale drum. Mhm. Haben wir auch schon Kandidaten, wo man vorher schon gesehen hat. So, und da habe ich mir wirklich nur in diese Platte ein zusätzliches Loch gebohrt. Und zwar war das hier. Habe ich mir ausgemittelt, da habe ich mir eine Dichtung drüber gelegt und habe gesagt, okay... Die beiden müssen es ja sein und dann habe ich mir geguckt, wo liegt das nächste Loch und da habe ich mir ein Loch hier reingebohrt und schon kann ich die auch hernehmen, um wirklich hier das Lager auszudrücken, die Kurbelwelle auszudrücken. Also hat einen Mehrwert für mich. Würde ich glatt an den Hersteller mal rantreten, würde sagen, kannst du dich nicht standardmäßig reinmachen. Hier hat sich der Sprenger ein bisschen verkeilt. Schön ist er raus. Der ist auch krumm. Krumm, das ist dumm. Ja, da hat irgendjemand auch schon entweder drauf rumgehämmert, so wie das aussieht. Nachgeholfen beim Einbau. Ja.
Das ist nicht mehr so schön. Also der kommt auf jeden Fall weg. Gut, nehmen wir den mal raus. Hatte ich doch so ein schönes, so eine schöne Nuss. Jetzt nehmen wir einmal noch den Simmering raus. Dann ist der raus. Gut. Schauen wir mal, was da rauskommt. Kommt. Es kam. So. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwas sehen, warum das hier so ölig war. Warum es da einfach Durchlass hatte. Also hier sieht man das hier in dem Bereich auch schon. Marken drin sind. Hier war eine Restdichtung. Hier ist auch eine Schlagmarke drin. Also könnte gut sein, dass es halt nicht ganz zusammenpasst. Weil es halt angeschlagen war. Also mit einer Dichtung auf jeden Fall kriegt man es wieder schön dicht hin. Gute Dichtung, ein bisschen Dichtpaste dazu auf jeden Fall. Richtig, genau. Also das kriegt man hin. Wir werden das nochmal ordentlich schön säubern. Ja. Hier hat schon mal jemand Dichtpaste verbaut gehabt. Genau, was mir immer noch wieder auffällt, also hier innen drin sind überall Metallspäne. Und überall ist Dreck drin. Das müssen wir auf jeden Fall ordentlich ausspülen. Also hier auch wieder Metallspäne. Der Kolben hat gut Material gelassen hier drin. Wo auch immer das geschliffen hat und warum auch immer das geschliffen hat. Ja, hier sieht man es auch. Hier hat auch was schön geschliffen. Also innen kann eigentlich nicht dran liegen, dass es halt mal ein aufgespindeltes Gehäuse ist, weil hier die Größe hat man hier aufgemacht, genauso wie hier den Kanal vergrößert, damit das nachher zum S70 wurde, das Gehäuse. Naja, vielleicht haben sie es aufgespindelt und die Späne nicht weggemacht. Dies kann natürlich sein. Aber wir machen noch was. Ja. Was immer wieder geil ist, also wollte ich euch mal schon lange mal zeigen. Wenn ihr mal hier reinschaut, das ist der Kickstarter-Anschlag. Da hinten drin, das arbeitet sich richtig aus, weil hier hinten der Stahlbolzen immer reinschlägt. Und jetzt wisst ihr auch, warum das sich immer lockert. Warum die Schweißnaht einfach wegbricht. Weil ihr nagelt den immer volles Programm hier hinten. Vor allen Dingen bei der Enduro-Kickstarter geht das hervorragend, dass ihr den immer bis hinten auf den Anschlag haut. Und deshalb formt sich das Material hier hinten immer schön aus. Also man sieht es dann auch hier. Und dann habt ihr dann sowas. Und das ist dann halt auch so ein schöner Metallspan, der sich dann im Getriebe schön festsetzt und einfach mit durchrauscht. Also sowas entfernen. Ja, da kann man aber nicht viel dagegen machen, ne? Doch, man kann ja das Gehäuse mal grob verputzen, also beispielsweise die Kante kann man verputzen. Nein, ich meinte jetzt gegen den Ausschlag vom... Ja, da kann man nichts machen, also es sei denn, man achtet drauf und kickt nicht bis zum bitteren Ende durch, sondern ja, bei den normalen Simson Kickstartern, also sozusagen bei den hier, passiert das nicht, dass er bis zum Ende dreht, weil dann ist er unten, also dann, ihr tretet den nicht unten rum. Es ist halt so. Ist vielleicht ein kleiner Konzipierungsfehler oder wie auch immer. Aber da hinten drin bildet sich dann halt auch so ein schöner Grat. Und den Grat könnt ihr nachher auch hier hinten schon wieder ein Stückchen entfernt. Ja, ich könnte mit dem Dremel was rausnehmen oder ja, ein bisschen was raus, Planschleifen wieder, Grat ja, wegmachen. Weil der kommt ja wieder, ne? Ja, der kommt auf jeden Fall wieder und demzufolge ist hier, haut ihr immer hinten rein. Das ist einfach so. Ich kann gerade überlegen, wenn es schon mal so ausgeschlagen ist, ob man da nicht einen Gummidämpfer reinbauen könnte. Wie willst du den festmachen? Heiß machen
dran halten, der schmilzfest. Wäre vielleicht eine Idee, ja. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir das hier noch zerlegen. Das ist mir auch zu heiß. Unterlegscheibe dran, dicke. Da kommt eine Unterlegscheibe rein. Oder? Also, oder ein Lager. Oder ein Lager. Dem ist es wurscht, wenn der einen Schlag abkriegt. Genau. So. Sanft abgehoben. So. Dann haben wir das schon mal sanft abgehoben, wie Thomas so schön sagte. Jetzt gucken wir uns den Ziehkeil nochmal an. Müsste da sein. Man kann nicht durchgucken. Da ist der Ziehkeil. Den prüfen wir Verschleiß. Und zwar geht es hier hauptsächlich um das. Und der sieht noch super aus. Man sieht, dass er halt leicht gelaufen ist. Aber es gibt hier keine richtigen Kanten drin. Also der ist noch schön. In dem Bereich verschleißt er halt am meisten, weil da die Kugeln direkt drücken. Mit dem Keil drückt er die Kugeln in die Zwischenräume der Zahnräder und damit werden die arretiert auf der Achse. Und damit sind die fest und treiben die Achse an. Der sieht super aus. Hast du es gesehen? Hammer gesehen. Auch scharf. Ich hoffe. Juff. Es sah scharf aus. Gut. Und wie gesagt, also das müssen wir auf jeden Fall nochmal dann ändern. Das Spiel. Ja. Und das da hinten. Also wir setzen ja eh ein neues Lager auf. Demzufolge nehmen wir das Getriebe jetzt einmal komplett auseinander. Schon mehrfach gezeigt. Mhm. Aber wir könnten ja, obwohl es lang die Kugeln nicht rausfallen, ist alles in Ordnung. Sonst könnte man es glatt mal in der Kiste drin machen, dann fallen die Kugeln nicht so weit. Solange wieder Keil drin ist, ist alles richtig, ja. Bleibt das auch so. Genau. Gut. Nummer 1. Meine Lieblingsarbeit, die Feder, die mag ich ganz besonders. Macht aber noch einen guten Eindruck, ne? Sieht gut aus. Ist noch geschlossen überall. Können wir so lassen. So. Der erste. Ja, ich weiß, ich soll mir eine neue Zange kaufen. Der sieht auch noch schön aus, obwohl er ein bisschen verbogen ist, aber das ist jetzt durch mich passiert. Wir haben aber garantiert einen neuen im Set. Ist schon eine Welle mit 6 Kugeln hier. Mhm. Was mir nicht gefällt, ist, dass die hier so eingelaufen ist. Also hier hat der Mitnehmer vom Taro-Antrieb sich eingefressen. Was wahrscheinlich in der Funktion auch nicht sonderlich stört. Ja, aber und das ist ein Zeichen dafür, dass er nicht mitgelaufen ist. Ja, irgendwas hat da auf jeden Fall mal nicht gepasst. Also was meine ich vom Teil? Ich meine das Teil hier. Das sitzt ja dann da über dem Zahnrad und hier kommt eine Spange durch, eine Metallspange. Und wenn die nicht hier hinten drin sitzt, wie sie hingehört, also die soll hier hinten drin sitzen, der hinteren Seite, damit die das richtig nach hinten zieht. Und da saß er nicht. Und der saß weiter oben. Der saß weiter oben und demzufolge ist er mitrotiert. Der Karo lief nicht, aber man fährt halt trotzdem weiter und die Metallspange schleift sich dann richtig gut ein. Ja, aber ist jetzt kein großer Beinbruch, also die hintere Kerbe ist noch vorhanden. Aber überraschend präzise, ne? Ja, das geht ja wirklich so, bis die halt entspannt ist. So weit geht's. Gut.
Mal gucken, ob das alles richtig rum verbaut ist von den Zähnen her. Also zwischen jedem Gang ist eine Anlaufscheibe. Diese ist die Ausgleichsscheibe, die kann in unterschiedlichen Dicken eingebaut werden, um das Getriebespiel sozusagen einzustellen. Zwischen 0,3 und 0,4 mm. Also das ist die, die unterschiedliche Dicke haben kann. Die muss 0,3 bis 0,4 mehr haben als jetzt, weil er... Ja, weil er auf 0,7 steht. Also 0,4 mm muss sie mehr haben. Was hat sie jetzt? Ich schätze mal, ein Millimeter wird noch die Original sein. Ja. 1,0. Gut. Also eine 1,4er können wir uns schon mal merken, können wir da verbauen. Gut, und dann kommen die einzelnen Zahnräder runter. Öl. Das ist die Öllaufnut. Hier hinten ist keine. Dies ist richtig rum verbaut. Das nächste sehe ich auch, dass das richtig rum verbaut ist. Auch wieder mit einer Öllaufnut. Wieder zwei Scheiben, also eine hinten, eine vorn. Öllaufnut richtig. Alle super. Großes Kino. Also die hier auch. Man sieht hier auch, dass hier Wasser drin war. Hat sich schön. Ja, unten ist noch eine Scheibe dran. Ne? Unten ist noch eine Scheibe dran. Also hier auch die Laufnoten richtig rum. Und hier. Das sieht auch gut aus. Ebenfalls. Richtig rum drin. Das hier hinten ist eine schöne ausgefräste Tasche, damit die hier hinten, die letzte Öllaufnut, geölt wird. Also die nicht Öllaufnut, die letzte Distanzscheibe hier hinten geölt wird. Das ist wichtig, dass die immer schön geölt werden. Hier sieht man allerdings auch schon, dass es halt nicht so schön gearbeitet ist, weil hier gibt es irgendwie, ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Wahrscheinlich bei der Fertigung. Den immer nochmal überprüfen, weil das ist der Zahnkranz, den ihr kickt. Und wenn der Ausbrüche hat, auf jeden Fall 100% wechseln. Sonst habt ihr nachher keinen Spaß beim Ankicken. Ja, aber die schauen alle ganz gut aus. Zu viel Spiel auf der Achse haben sie ja auch nicht gehabt, ne? Ne. Wir gucken nochmal hier innen rein. Das sieht, merkt man hier ganz gerne, wenn man hier innen durchfährt, wenn die scharfkantig werden, dann weiß man, dass die zu viel Spiel haben. Hat sich schon das Material rausgearbeitet. Genau. So. Thomas wollte hier mal... Ja, es geht einfacher, als wenn man danach auf den Knien wieder nach den Kugeln rutscht. Genau. Den Kugeln hinterher rutschen. Das hier ist auch ein schönes Zeichen. Also hier ist noch die Kupferbeschichtung drauf. Und nur hier zwischendrin schleift sie sich so langsam ab. Also das sieht alles noch recht gut aus. Und die hier hinten ist ordentlich verbaut. Die hat kein Spiel. Wird gehalten durch dieses Lager hier. Holen wir noch das Lager raus. So, dann haben wir sie. Genau. Bei dem Lager kann ich dir schon mal sagen, guck mal hier, ist ein bisschen heiß geworden beim Einbauen. Hat eine Farbe gekriegt. Ja, hier ist es goldig angelaufen. Ist nicht tragisch, ist nicht viel, aber ist vorhanden. So. Also wir haben jetzt auch mal den Kupplungskorb mal ausgezählt, also der hat jetzt hier, was hat er gehabt, 62, das kleine Zahnrad hat 21 gehabt, also laut MZA-Beschreibung ist das ein erleichterter Primärtrieb, also wir haben es nicht auf die Waage gelegt, sondern wir haben es mal mit dem alten Original-Primärtrieb mal sozusagen. Nee, eigentlich Kupplungskorb, ne? Ja, also praktisch kurz mal gegengewogen, also praktisch vom Gefühl her ist der schon leichter. Es gibt den auch nochmal ausgefräst, also dann ist er noch leichter. Gut, also wie gesagt, Kombination 62-21 entspricht einer Simson-Verzahnung. Dann haben wir ja gesagt, okay, die Getriebewelle haben wir ja hier, ist schon eine modernere, also praktisch mit drei Bohrungen hier, also wo sechs kleine Kugeln reinkommen. Und die hat noch die Eigenart, hier hinten an dem Sprengring ist ein Kegel dran, damit der Ring hier hinten schön fest sitzt. Also den können wir einfach ausgleichen. Ich habe eine andere Getriebewelle noch, da hat das richtig Spiel hier hinten, diese letzte Anlaufscheibe, weil hier hinten sich die Nut ausgearbeitet hat. Und demzufolge muss man erst das Lager aufziehen, damit man hier den Spiel rausnimmt, weil beim Einbauen hat das nachher auch kein Spiel mehr. Man setzt ja auch nochmal einen Entspannungsschlag hier drauf und dann würde das Getriebe sich verpressen hier drin.
Also alles Spiel rausnehmen. Also hier funktioniert es einfach. Einfach durchmessen und hier hat man ja 0,75 gemessen. Also muss hier statt einer Millimeterscheibe eine 1,4er Scheibe rein und dann haben wir dann halt 3,5 Zehntel hinten Platz. Also das zum Ausgleichen. Dann nochmal Tipp für Wurstsuppe. Und zwar, das ist ja dein Kickstarter-Antrieb. Und ich habe ja gesagt, wenn der sich locker gesetzt hat, jetzt kriege ich ihn glatt nicht mehr raus. Also, hier hinten reißt ganz gerne diese Schweißnaht ab. Habe ich eine andere gehabt? Wahrscheinlich hätte ich den hier. Genau. Der reißt gerne ab. Und wenn der sich natürlich dann jetzt so rausarbeitet, schleift der hier im Motorgehäuse am Aluminium. Und das kann auch zu einem Hängen und Kratzen führen, dass du manchmal so ein schlechtes Kickverhalten hast, wo du denkst, der klemmt irgendwie. Also wie gesagt, das Teil kann man einfach und easy austauschen. Luft drin. Jetzt war Luft drin gerade eben, weil es noch ein bisschen Öl drin. Deshalb hat es den wieder rausgedrückt. Also das Teil kann man easy austauschen, braucht man gar nicht viel machen. Einfach nur komplett den Schaltarm runterbauen und dann die Feder raus und schon hast du das Teil in der Hand und kannst das Ding erneuern. Auch nochmal auf die Zähne hier achten, wenn die halt hier angeschlagen sind, ausgebrochen sind, ist das auch nochmal so eine Sache, wo man dann halt schlechtes Kickverhalten kriegt. Also wie gesagt, das könnte eine Ursache sein für dein Problem, dass es halt beim Kicken sich komisch anfühlt, beziehungsweise dass du da immer wieder so ein Hakeln hast beim Kicken. Also das mal prüfen. Und dann, wenn das okay ist, wie gesagt, das, was ich dir geschrieben habe, einfach mal kicken, ohne Zündkerze, wenn es dann hakelt, okay, dann Zündkerze wieder rein, kicken mit Kupplung gezogen, wenn es dann immer noch hakelt, dann ist es auf der Getriebeseite, wenn es nicht mehr hakelt, ist es auf der Primärtriebseite, beziehungsweise Zylinder, Primärtrieb, kann sein, dass die Kolbenringe sich in dem Abgaskanal irgendwie ein bisschen verklemmen, wenn der Zylinder schlecht entgratet ist. Und da kriegst du dann halt Probleme. Ne? Also das war es dazu. Motor ist zerlegt. Soweit erstmal alles gut. Also ein ganzes schönes Sortiment. Also was defekt ist, auf jeden Fall der Kickstarter-Antrieb. Den müssen wir auf jeden Fall austauschen. Ansonsten ein paar kleine Scheiben noch besorgen. Den Kupplungskorb würde ich vielleicht sogar wieder einbauen. Auch wenn der hier hinten schon ein kleines bisschen spitz gelaufen ist. Den würde ich dann neu einstellen, dass der am wenigsten Spiel hat oder beziehungsweise das vorgeschriebene Spiel hat und dann müsste das eigentlich alles wieder laufen. Er wird ein bisschen klappern. Genau, soweit ist alles zerlegt. Also, wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte das nächste Video wiedersehen, einfach den Abo-Button klicken, die Glocke daneben klicken, dann seid ihr mit dabei, wenn es weitergeht mit How About Your Moped, wie, was, halt, warum. Dann gibt es dann halt unten noch eine E-Mail-Adresse, wo ihr mir schreiben könnt, wenn ihr spezielle Fragen habt. Schreibt mir einfach dann eine E-Mail. Die E-Mail wird beantwortet. Gerne auch in den Chat reinschreiben. Eine Diskussion mit allen meinen Zuschauern anfangen ist vielleicht auch nicht verkehrt. Da gibt es halt viele Meinungen und dann kriegt ihr garantiert ordentlich Hilfe. Weiter unten ist dann noch eine Spendenadresse, wenn ihr irgendwelche Projekte von mir unterstützen wollt. Also praktisch, wie man jetzt Moped zusammenbaut oder beziehungsweise was man machen kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine Speziallackierung aufgezogen. Das wird garantiert ganz schick. Mache ich mal noch ein extra Video, wie ich die gemacht habe. Und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt sind wir scharf. Ja. Also das ist so ein Crystal-Effekt, den ich mir hier aufgezogen habe auf dem Tank. Also ist noch. Ist noch nicht ganz fertig. Ist noch nicht ganz fertig, weil ich habe hier noch ein Candy Blue. Gibt es als Candy Red, Candy Blue, Candy Orange, alles mögliche. Das ist so ein eingefärbter Klarlack. Den ziehe ich nachher in mehreren Schichten drüber und dann wird das einfach ein schöner Tank, der viel Tiefe hat. Weil es sind jetzt schon 5 Schichten Lack drauf. Kommen jetzt nochmal 2 Schichten nochmal hinterher, also erstmal nochmal anschleifen, dass das alles schön glatt wird. Dann den Candy Blue drüber und dann nochmal ein 2K-Lack oben drüber, damit das Ding auch glänzt und schön Tiefe kriegt. Ne? Also solche Sachen mache ich halt auch noch nebenbei, weil es mir einfach Spaß macht und ich möchte es gerne mal ausprobieren, wie man so ein Ding richtig geil machen kann und eine Speziallackierung hinziehen kann. Kommen dann halt wie gesagt noch 2 Seitendeckel dazu, dass das Tankset sozusagen komplett ist für es
S53, S51 kann man es dann verwenden, auch für S50 geht das. Ich nehme die normalen Herzdeckel dazu. Es gibt ja auch diese Plastikdeckel für die S53, die werde ich jetzt dann nicht lackieren, sondern ich mache das einfach mit den normalen Herzdeckeln und dann geht das Ding auch in den Verkauf. Dann mache ich vielleicht auch noch einen nächsten Tank. Ich habe da noch so ein paar Objekte da, die man dann halt wieder schön in neuen Glanz versetzen kann und dann eine schicke Lackierung drauf machen kann, wo das Moped zum Unikat wird. Also dann, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, einfach weitermachen, weiterklicken. Ich freue mich über jeden Klick. Neue Abonnenten sind herzlich willkommen und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und traut euch was. Bis dahin. Ciao. Ciao.